Hallo und willkommen zurück zu Tropico 5, Generalissimo. Und wir stehen kurz vor der amerikanischen Invasion. Und da das natürlich nicht ganz so praktisch ist und die ja mit recht vielen Sachen ankommen, denke ich, werden wir uns eine Kaserne leisten. Weil, naja, es kommen ja mit 5 Truppen, wir haben hier aber nur 3 Kasernen. Wir müssen noch unbedingt dran denken, die Militärbasis hier noch abzugraden. Naja, schauen wir mal. Wird schon irgendwie werden. Das Schiff ist gerade weggefahren und hat schon wieder erwartete Einnahmen. Das ist auf jeden Fall mal positiv. So, das Kraftwerk wird auch gebaut. Das ist super. Und hier die Uni da hinten wird auch gebaut. Ebenfalls super. Wenn ich jetzt noch viel Geld hätte, wäre das auch super. Aber vielleicht sollte man die Kaserne, ich bin mir nicht gerade sicher, wann die Invasion kommt, vielleicht ein bisschen vorziehen. Wo sind meine Jungs? Da, okay. Ah, auf jeden Fall nochmal Geld. Schöner Schwung. Dann sind wir schon mal wieder aus dem Minus raus. Sind sogar im Plus drin. Perfekt. Ja, Stahl wird ja jetzt auch exportiert. Perfekt. Können wir im Handel da vielleicht noch ein bisschen was schrauben. Stahl. Nee, Ruf. Käse. Und wir haben Geld bekommen. Dann jetzt schnell upgraden von dem Geld. Bevor es weg... ach du Schande, wie viel wollt ihr? 16.000! Are you kidding me? Ich glaube, das schaffen wir nicht. Können wir hier eigentlich was machen? Nö. Hm. 16.000. Wenn es 6.000 wären, fände ich es ja okay. 16.000. Und das Schlimme ist, wir müssen es uns halt wahrscheinlich leisten. Weil sonst streiken die was weiß ich wie lang. Armee entsenden will ich jetzt auch irgendwie nicht. Oder sollen wir es durchstehen? 16.000 ist schon viel. Lassen wir es mal ein bisschen. Hey, das Kraftwerk ist fertig. Die Universität auch. Da produzieren wir dann jetzt Forschungspunkte. Und wir wollten ja ein Krankenhaus bauen. Oh, das kostet mehr, als wir gerade Geld haben. Dann warten wir noch ein bisschen. Bringt ja eh nichts. Und für unseren Käse, glaube ich, ist es... ja, Handelsschiff. Käse. Oh, 3000. Ach, wie süß. Irgendwie sowas. Dauert auf jeden Fall viel zu lang. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen nachhelfen, wenn es mit dem Geld wieder grusiger aussieht. Und wir werden angegriffen. Verordnung. Nein! Abkühlphase. Ach du Schande, Abkühlphase. Upgraded ist aber alles, oder? Du bist upgraded. Du bist upgraded. Okay. Erwarte ihre Befehle, Krieg. Ich gebe mein Leben, wenn ich gebe mein Zeit ab. So, okay, wir wendet sind sich das Angriff. Für das Vater. Ihr kämpft wie Waschlappen. Wir kämpfen auf den Straßen und am Chancen. Strand gegen euch. Trotz allem noch schon. Wollt ihr die angreifen vielleicht? Anscheinend nicht, okay. Dann hoffe ich jetzt mal, dass wir hier sehr schnell anfangen. Oh, da ist glaube ich gerade eine Einheit draufgegangen von denen. Wer habt ihr nicht noch drauf? Eine. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gerade gut aus, dass der abgebrannt ist. War irgendwie erwartet. Was?
Wir kämpfen auf den Straßen und am Strand gegen euch. Noch eine Einheit drauf. Oh, das sieht sehr gut aus. Komm, 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 komm. Ihr kämpft wie Waschlappen. Ich lebe. Hey! Ja, ich traue mich jetzt mal schneller zu machen. Das sollten sie jetzt auch noch hinkriegen. Kommt auch noch Viva la Revolution! Spezialtrupp. Na komm. Ich so, lebe und werde weiterkämpfen. Die zweite auch überlebt. Dann alle wieder aufbauen. Wir haben Geld. Ja, wunderbar. Perfekt. Und ja, jetzt Kamerad Präsidente, die Blumenkinder in den Staaten haben sich auf unsere Seite geschlagen und schicken mir regelmäßig mit den Albatros-Schwärmen Nachrichten. Ja, 6 Kommando und 4 Panzerbrigaden. Gerade waren es ja 5 Kommando und 3 Panzer. Das heißt, bei beiden eins mehr. Das heißt, theoretisch, wenn wir von beiden auch eins mehr bauen, könnte sich's ausgehen. Könnte. Außerdem müssten wir bis dahin den militärischen Drill, der übrigens aktiv war. Haha. So viel dazu. Dann aktivieren können, auf jeden Fall mal. Ja, umso besser, wenn er aktiv war. Hat schon gewundert. Naja, wir kriegen ja noch eine Warnung. Das heißt, gerade können wir... Kamerad Präsidente? Nee. Die Freiheit ist aber auf jeden Fall nicht verkehrt. Wie sieht das hier eigentlich aus? Oh ja, die ist natürlich im Keller. Erzeugt 66, weil hier keiner mit Universitätsabschluss drin ist. Weil wir hier nicht Bildungsprogramm und... Ja, das hier erlassen haben. Sollte es dann ein bisschen schneller gehen. Nee, nicht abhauen. Naja. Gut, sehr gut. Also die zweite haben wir, wie gesagt, überstanden. Finden Sie es nicht wunderbar? Friedliches Uran. Bin mir gerade nicht sicher, ob wir das wollen. Was wir auf jeden Fall wollen, ist Recyclinganlage. Joa. Bauen wir mal eine hier. Was war das? Keiner nimmt. Militaristenbeziehung. Eigentlich zu teuer. Lieber mal da oben ein Bergwerk für Uran. Das bringt nämlich erstens Geld und zweitens können wir es dann auch irgendwann fürs Atomkraftwerk benutzen. Finde ich besser investiert. Mit Fernsehstation können wir reden. Sobald wir hier genügend Strom haben. Dazu müsste die Universität aber jetzt mal ein paar ausbilden. 3 Abschlüsse haben wir schon. Hier arbeitet noch niemand mehr. Dann laden wir einfach mal ein paar Gastarbeiter ein. Wir kriegen ja eh gleich wieder Geld. Na, komm schon. Jawohl. So, jetzt geht's richtig los. Ich mag mich bei meinen sorgsamen Nee, Billighotels wollen wir nicht. Die sind fertig mit dem Streiken, richtig? Perfekt. Perfekt. Ja, und sobald das hier fertig ist, wird wahrscheinlich hier auch wieder gearbeitet. Aber es bringt jetzt auch nichts, das umzusortieren, weil, naja, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass die Universität voll ausgerüstet ist, damit hier genügend ausgebildet werden und dann schauen wir weiter. Wobei, nachdem wir gerade Geld haben, Öl kriegen wir jetzt eh nicht mehr hin, oder? 10 Monate könnte sich dann sogar doch ausgehen. Aber, nee, nicht wirklich. Bauen wir noch eine Militärbasis. Wohin?
Eigentlich hier irgendwo hin. Dahin und eine Kaserne daneben. Und die gehen hier raus und die kommen ja da an. Dann machen wir das. Hier brauchen wir irgendwie eine Straße erstmal. So. Und hier dann eine Kaserne. Eine und vielleicht hier noch eine zweite. Dann sollten wir definitiv kommen. Was wollt ihr denn? Kameradpräsident, beim Maschinen. Nationalpark wird gebaut. Das ist kein Problem. Direkt hier neben das Verteidigungshauptquartier. Perfekt. Da macht er sich gut. Hier gibt es nämlich eh wieder Geld. Das heißt, kein Problem. No problemo. Zumindest, wenn ihr anfangt, das zu beladen. Anyone? Ah, geht doch. Perfekt. Perfekt. Wo ist denn jetzt der National... Hallo? Klick, 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 klick. Ah, da. Der ist ein bisschen problematisch zu bekommen, aber okay. Auch kein Problem. Wie viel Uran ist hier drin? Nicht ganz so viel. Machen wir mal ein paar Upgrades. Universität, wie sieht's aus? Lass doch mal ein paar Leute fertig werden. Mit Abschlüssen. Also da kommen schon sehr viel Geld zusammen, aber das Schiff kommt auch gefühlt sofort wieder. Aber das ist gut, das ist sehr gut und auch wichtig. Erhöht Arbeiterzahl, gibt es irgendwas mit senkt Arbeiterzahl? Ja, hier, aber da brauchen wir Neuzeit. Hier irgendwas Interessantes. Budget, das hat keinen Strom, oh. Umspannwerk. Wir haben eine Ölschöpfung. Sehr schön, Ölraffinerie. Dann werden wir hier das mal machen. Weiß zwar nicht, ob es sich noch lohnt, aber naja. Ja, muss an der Küste, aber wo ist ein Öl? Ist das Öl? Anscheinend nicht. Das sieht nach Fisch aus, oder? Sieht's hier aus? Öl? Kein Öl? Öl? Öl, hier ist Öl. Das ist aber schon ein bisschen weit weg jetzt so. Okay, das heißt der dicke Knubbel. Da ist auch ein dicker Knubbel. Tatsache. Tatsache. Ja, dann bauen wir hier halt was hin, nicht wahr? Mit ein paar Straßen. Wow. Irgendwie hier rein. Ohne alles kaputt zu machen. Kamerad Präsidente, die Blumenkinder in den Staaten haben sich auf unsere... 23 Monate noch. Das wirkt schon irgendwie. Den schon abgegradet? Nein, dann machen wir das jetzt gleich. Ich mag mich bei meinen Sorgen... Billig Hotel mag ich immer noch nicht. Immer noch nur zwei, aber hier arbeiten jetzt schon fünf. Das heißt, es können mehr Studenten wieder sein. Und so weiter und so fort. Auch außerhalb des Stromnetzes. Dann brauchen wir nochmal ein Umspannwerk. So. Das passt schon mal und das ist jetzt auch innerhalb des Stromnetzes perfekt. Perfekt. Sieht hier jetzt aus, immer noch 8 und hier auch nur noch immer noch nur 2. Ja, also die Universität könnte gern schneller arbeiten. Das wäre nicht ganz verkehrt.
Ja, wenn da einer noch arbeitet, können, glaube ich, noch 10 drin sein. Einer ist fertig geworden. Wo arbeiten die denn dann bitte? Keine Ahnung. Die waren ja alle nur ungebildet. Ole, so. Kohle zu Öl. Und Erdgas. Und da war doch mal was, dass man hier sagen konnte, Gasturbine. Ja, kannte man. Aber ob wir es wollen, ist eine andere Frage. So, viel Geld. Wenig Strom. Wobei, ist ein bisschen mehr geworden. Weil jetzt ein Dritter hier arbeitet. Dann werde ich das jetzt doch machen. Und zwar alles gleich. Dann arbeiten hier erstmal noch mehr Leute. Solange jetzt hier nicht weniger Leute arbeiten. Ist alles okay. Ja, mit der Zeit wird das schon. Wobei, Zeit ist gerade so ein bisschen das Problem. Wie viel Öl kommt denn eigentlich raus? Oh, 1000 pro. Das heißt, das wird knapp, dass wir hier 15.000 exportieren können. Gut, das heißt, von dem können wir uns verabschieden, von dieser Hoffnung. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Militärbasen. Beziehungsweise, ja, allgemein Kasernen. Gibt's denn eigentlich noch... das wäre noch interessant, aber jetzt brauchen wir das auch nicht mehr. Was ich schauen wollte, ist, ob es noch irgendwas Interessantes gibt, dass wir stärker werden. Aber es sieht nicht danach aus. Nö. Das können wir schon mal aktivieren. Dann werden wir nicht erwischt, ohne dass wir stark sind. Die hatte ich abgegradet, oder? Ja, perfekt. So, hier arbeitet jetzt auch schon jemand. Dann, um sicher zu gehen, werden wir noch ein paar Wachtürme bauen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Kamera Präsidente, das rote Buch sagt, dass die Mensch... Ja, nehmen wir mal an. Ich glaube eh nicht, dass wir dazukommen, noch irgendwas zu machen. Aber hier möchte ich gerne ein paar Wachtürme haben, einfach um sozusagen die Gegner ein bisschen zu blockieren. Weil sie müssen ja eh hier durch. Und wenn jetzt hier nochmal Geld kommt, werde ich hier auch noch einbauen. Hier. Und wie ich mein Schiff kommen sollte, das eh kennen, sollte es eh gleich wieder kommen. Da ist es auch schon. Ich mag mich bei meinen sorgsam. Nein, gibt's nicht. So, schnell, Wachturm. Vielleicht da auch noch zwei. So, jetzt ist gut. Es scheint, als unterschätzte ich ihre Fähigkeiten immer wieder. Nehmen wir die Unterhaltungsgebäude. Was habe ich denn jetzt gemacht? Uran exportiert. Richtig. Da war was. Da haben wir schon. Und los geht's. Die finale Schlacht. Ja, sehr gut. Hier sind schon mal ein paar gebunden. Während meine Einheiten hier drüben alles platt machen. Hoffentlich. Ich würde sagen, die machen jetzt ein bisschen langsamer. Das wird ganz schön wehtun. Wir kämpfen auf den Straßen und ihr kämpft wie Waschlappen. Also, schauen wir mal. Die erste Kaserne ist schon draufgegangen. Angriff! Ja, aber ansonsten machen wir hier ziemlich alles platt. Das ist super. Das
interessieren mich Kasernen, wenn es um meinen Palast geht. Hier drüben haben die Wachtürme es geschafft, die Einheit auseinanderzunehmen. So wendet sich das hier Blatt. Ebenfalls. Wir kämpfen auf den Straßen und, ebenfalls. Und am Strand ja, gegen der euch. Der Sieg war ja noch einfacher als der davor. Oder was heißt noch einfacher? Der davor war nicht so ganz einfach. Der war aber richtig einfach. Also die Wachtürme haben sich definitiv gelohnt. Sollte ich mir vielleicht für die Zukunft merken, dass wenn man da nicht nur die einen mal hinpflanzt, sondern ein paar mehr, die schon einiges bewirken können. Dann bauen wir mal wieder auf. Auch wenn ich denke, dass wir jetzt gewonnen haben. Einmal mehr sind sie Wahlsieger. Ja, einmal mehr gehen sie als Sieger hervor. Oh, wie sie doch diesen Yankees in den Hintern getreten haben, Präsidente. Kaboom! Sie haben den strategischen Wert ihrer Nation zu Beweis gestellt. So ist es richtig. Einmal mehr sind sie Wahlsieger. Ja, genau, die Menschen jubeln, dafür sorgt die Armee, jeder ist glücklich. Wunderbar, dann war's das auch schon wieder für diesen DLC. Ja, kurzer Eindruck von mir. Ich muss sagen, es war an sich ganz nett, mal ein bisschen mit Militär zu tun zu haben, sich darauf zu konzentrieren. Aber was hat mir dieses Gebäude gebracht? Ich meine, der DLC geht um dieses Gebäude, Verteidigungshauptquartier oder wie auch immer. Und was hat's mir gebracht? Eine Militäreinheit. Yay! Okay, also finde ich ein bisschen schade, da wäre definitiv mehr Potenzial drin gewesen. Dementsprechend, ja, der DLC kostet auch wieder, wie viel sind es? 3 Euro. Wenn gerade im Steam Sale der 1,50 kostet, kann man sich's vielleicht überlegen. Da jetzt doch 3 Folgen, das heißt fast 1,5 Stunden für, ja, sagen wir so, Kino ist teurer. Definitiv teurer. Aber gut, man könnte auch eine normale Karte spielen, da hat man dann wahrscheinlich auch die 3 Stunden drin und muss, 1,5 Stunden drin und muss nicht Geld noch zusätzlich ausgeben. Dementsprechend, wer alles haben will, für den ist es sicher nett. Für den, der sagt, Militär mag ich eh nicht, ist es wahrscheinlich eher nichts. Und für mich war es mal wieder ein netter Ausflug nach Tropico. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, aktuell gibt es noch einen DLC, der zu haben ist. Den werden wir uns dann auch mal wieder bald angucken. Ich will da gerne immer noch ein paar Wochen dazwischen haben. Sonst ist es ein bisschen zu viel, finde ich, Tropico. Da sich teilweise es doch ähnelt. Ja, und bis dahin, also entweder bis nächstes Mal Tropico oder zum nächsten Video, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!